Ja, ein Video mit einer kleinen Einführung zu der Seite moleu.org, beziehungsweise eigentlich ist es ein Programm. Nach der Eingabe der Seite und nach kurzer Wartezeit findet man hier diesen Startbildschirm und über Start kann man dann anfangen. Zunächst mal, die Seite sollte eigentlich auf allen Mobilgeräten ebenfalls funktionieren. Auf Smartphone ist es zu klein, aber auf einem ausreichend großen Tablet könnt ihr das sicherlich auch benutzen. Das Programm hat zwei Anzeigebestandteile. Zum einen auf der linken Seite wird das Molekül in zweidimensional quasi flach dargestellt und auf der rechten Seite das 3D-Molekül, das ich auch, wenn ich mit der linken Maustaste quasi anfasse, auch drehen und es von allen Seiten betrachten. Da wir erstmal Alkane zeichnen wollen, löschen wir das, was hier drin ist und fangen an. Hier in der Mitte kann man verschiedene Atome auswählen, die man zeichnen will. Und wenn wir mal das Methan zeichnen, klicken wir einfach hier drauf. Und dann ist zunächst mal nur das C zu sehen. Im Prinzip ist hier sozusagen intern, sind eigentlich die vier Wasserstoffatome vom Methan enthalten, sie sind nur nicht zu sehen. Und dazu klicke ich auf Clean Structure, da wird quasi das Ganze so ein bisschen korrigiert. Und damit das 2D-Molekül, was hier jetzt zu sehen ist, drüber übertragen wird, muss ich hier auf diesen Knopf 2D zu 3D drücken und dann ist eben hier das Methan zu sehen. Ich vergrößere oder verkleinere übrigens mit dem Mausrad und wie schon erwähnt, mit der linken Maustaste kann ich an jeder beliebigen Stelle des 3D-Fensters anfassen, um das Molekül zu drehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein weiteres Kohlenstoffatom ergänzen will, also wieder C, und man klickt dann quasi Hs an, die man durch ein C ersetzt. Auch hier wieder, im Grunde genommen sind alle Hs da, nur nicht zu sehen und über Clean Structure wird das Ganze korrigiert, über 2D zu 3D wird das Ganze dreidimensional dargestellt und da sieht man, dass es eben nicht so flach wie hier ist, sondern ja schon eigentlich ein bisschen anders. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es gibt hier noch was mit CH. Das sollte auf jeden Fall angeschaltet sein, weil sonst hat man hier nur so eine einfache Molekül oder Formel und das ist ein bisschen unpraktisch. Die werden wir jetzt noch nicht nutzen. Wir können also mehrere Cs statt den Hs einsetzen und wiederum Clean Structure und 2D zu 3D, um das entsprechend zu übertragen. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt, wenn man also sagt, ich habe einen Kohlenstoff zum Beispiel hier zu viel und möchte das gerne an eine andere Stelle setzen, dann könnte ich das hier nehmen, diesen Befehl Erase, also löschen, nicht den Mülleimer, der löscht ja alles. Dann kann ich einzelne Atome löschen. Es reicht, dass ich einfach den Kohlenstoff lösche, die Hs sind dann automatisch weg und das ist hier in der Mitte auch okay, denn eigentlich ist immer die richtige Anzahl an Wasserstoffatome vorhanden. Und das ist natürlich dann eben auch richtig. Und dann könnte ich zum Beispiel das Kohlenstoffatom an ein anderes H setzen und mir überlegen, ob ich jetzt ein neues Molekül mit vier Kohlenstoffatomen habe. Sich damit auskennt, könnte zum Beispiel von diesen Bildern hier auch Screenshots machen und das Ganze vielleicht sammeln und ausdrucken, weil es einfach ein bisschen hübscher aussieht als diese Lewis-Schreibweise. Als kleiner Tipp dazu gibt es die Möglichkeit, den Hintergrund zu verändern, zum Beispiel auf weiß, auch wenn das so ein bisschen grell aussieht oder eben natürlich grau. Verbraucht nicht so viel Tinte, wenn man das Ganze ausdruckt. So, und so habt ihr quasi einen Baukasten, den ihr zu Hause unabhängig von der Schule nutzen könnt und ihr könnt rumprobieren.
Es gibt hier durchaus noch einige andere Funktionen, die man ausprobieren kann. Was vielleicht noch interessant ist, ist die sogenannten Van der Waals-Sphären. Das entspricht im Prinzip dieser Darstellung, wo ich die Atome habe und nicht wie sonst bei diesem Ball und Stick, quasi die Atomkerne und die Bindungselektronen dazwischen. Und was es da sonst noch gibt, könnt ihr natürlich einfach mal ausprobieren. Aber eure Aufgabe ist ja eher Alkanmoleküle zusammenzubauen.